200.000 Credits darfst du besitzen. Ja, stimmt, vor 100.000. Ah ja, fast, da fehlt noch einiges, aber ja, okay, mit, endlich schon, ja, aber es fehlt noch ein bisschen. Ja, aber er ist menschlich. Er ist kein Mensch, aber er ist menschlich. Ja, aber trotzdem, er hat die Machtempfindlichkeit, Han Solo nicht. Ich glaube, 5 von denen habe ich jetzt schon. Ja, der ist halt so. Der geht eigentlich. So auch das Wiedergeboren. Da jemand von euch bewegt. Montagabend und ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe vom SWTOR Newsticker. Ja, es hat mal wieder einiges gegeben. Wir wollen euch mal wieder heute natürlich über alles informieren, was in SWTOR so los ist und was Sache ist natürlich, ne? Tja, und es ist natürlich auch mal wieder, sind mal wieder die Patch Notes mal wieder mit rausgekommen. Und deshalb werde ich heute auch wieder mal die Patch Notes mit einblenden. Und dann haben wir auch noch etwas anzusagen, eine Kleinigkeit. Zum Thema Filmcrew gibt es noch so ein paar Neuigkeiten. Ja, da gibt es auch so ein bisschen was zu sagen. Und über unsere Planeten. Und gestern Abend. Ja, da will ich auch so ein bisschen was drüber erzählen. Und deswegen legen wir auch gleich mal wieder los. Ach ja, stimmt ja. Ihr wollt ja immer wissen, wo ich bin im Spiel. Ja, also wie ihr seht, ich bin hier auf Hot. Also wer mag, kann auch zu mir kommen. Ich bin hier in der Dornbasis, ja. Und da auf Hot bin ich. Und ja, kommt einfach zu mir. Ja, wer mag, kann dann hier hochstiefeln zu mir und gerne mit seinen Schar zeigen hier für euch alle. Jo, hallo Atrakum, ja, schön, dass du auch mit zuschaust. Ich begrüße dich mal wieder an dieser Stelle.
So, dann machen, legen wir auch mal los und zwar hier, wo ist es denn jetzt? Genau, die Patch Notes findet ihr auf www.svtor.com/de/patchnotes. Ja, dort findet ihr die Patch Notes und da gibt es natürlich mal wieder einiges. Und das führt uns dann auch gleich zu unserer nächsten Ansage, die ich dann auch gleich machen werde. Nach den Patch Notes. Klar, ne? So, Kapitel 15, die Gemini-Täuschung. Führt einen gewagten Angriff auf eines von Arkans Kriegsschiffen an, um die Kontrolle über die gesamte ewige Flotte zu erlangen. Spieler, die am 2. Juni Abonnent waren, haben ab sofort Zugriff auf das neue Kapitel. Alle anderen Abonnenten erhalten es am 30. Juni. Also, ja, eigentlich in, also wir Abonnenten haben es eigentlich schon sofort. Wir können, ne, loslegen damit. Und die anderen kriegen es erst in, können erst in 3 Tagen dieses machen. Neues Event, Dunkel gegen Hell. Das finde ich auch mal so ein bisschen spannend, ne? So dunkel gegen neues Event, finde ich nicht schlecht. Macht mit bei einem galaktischen Event und wählt zwischen der dunklen und hellen Seite, um im Zuge der 5-jährigen SVTOR-Jubiläums epischen Belohnungen zu bekommen. Also man muss da irgendwie was wählen, ne? Also sind wir nun auf der hellen Seite oder bin ich doch lieber auf der dunklen Seite? Ja, also wählt eure Seite. Neue Charaktervorteile. Tragbarer Laderaum, tragbarer Vermächtnisladeraum und reduzierte Anwendungszeit bei Gefährtengeschenken. Weitere Details unten. Ja, also da kommen wir gleich nochmal zu. Neue Relikte. Der Gris ist wieder da. Die graue Sekante wurde auf Illum gesichtet. Was nur eines bedeuten kann. Das Relikte der Dree-Event ist zurück. Vom 28. Juni, also ab morgen, nämlich dazu gibt es dann auch gleich noch eine Nachricht, von 13 Uhr bis 5. Juli, also 5.7. 13 Uhr, sind alle schwarzen Winkelhalbierenden eingeladen mitzuhelfen. Also gibt es wieder mal das Relikte der Dree. Genau. Kopfgeldauftragswoche ist auch zurück. Jagt in diesem wiederkehrenden Event gesuchte Verbrecher. Das Event beginnt am 12. Juli und endet am 19. Juli, jeweils um 13 Uhr. Also, Kopfgeldjäger, alle der Galaxie, aufgepasst, seid auf der Hut. Allgemein. Neuer Charaktervorteil. Tragbarer Laderaum. Ruft einen tragbaren Laderaum-Droiden zu eurem aktuellen Standort. Um Zugriff auf den Laderaum eures Schiffes zu haben, beziehungsweise, also wir kennen das ja, ne, was man da alles so reinladen kann. Man kennt das ja auch auf der Flotte, ist das ja auch so zurzeit. Da kann man dann ja da draufklicken und da kann man dann Sachen vom Inventar einfach da reinpacken. So. Die Abklingzeit kann bis auf 30 Minuten reduziert werden, indem man den Droiden verbessert. Dieser Vorteil kann über die Vermächtnisoberfläche nämlich dann gekauft werden. Ja, eigentlich mal ne, keine schlechte Sache, ne? Finde ich also, ne, Droide erscheint so, bing, und ah, ich habe Zugriff auf meinen Laderaum. Neuer Charaktervorteil, tragbarer Vermächtnisladeraum, ruft einen tragbaren Vermächtnisladeraum-Droiden, hatten wir doch gerade. Okay, um Zugriff Vermächtnisladeraum zu haben, diese Abklingzeit kann reduziert werden, bla bla bla, hat man eben gerade schon wieder, haben sie doppelt geschrieben. Neuer Charaktervorteil, Anwendungszeitreduzierung für Gefährtengeschenke, verringert die Anwendungszeit von Geschenken für die Gefährten um 20% pro Stufe. Bis zu 60%. Dieser Vorteil kann über die Vermächtnisoberfläche gekauft werden. Also aufs Vermächtnis gehen und dann dort suchen und es kaufen.
Es wurden Erfolge für das Erreichen von Charakterstufe 65 und der maximalen Stufe von Crewfähigkeiten hinzugefügt. Diese Erfolge werden bis Spielupdate 4.7 nicht rückwirkend vergeben. Also das heißt, man kriegt sie nicht rückwirkend. Ja. Also, ja. Der Schnellreisepunkt Schloss Ogana wird jetzt freigeschaltet, wenn Spieler den Ort entdecken. Und noch ein Schnellreisepunkt wurde freigeschaltet, wenn man ihn entdeckt, nämlich Alde-Bibliothek. Die Vorschau der Kleidung zeigt vereinheitliche Farben jetzt wie vorgesehen an. Na, da haben sie mal wieder einen Fehler so ein wenig gefixt. Flashpoints und Operationen. Der falsche Imperator. Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass der A14 und B16 Prototyp-Spieler mit einem Schuss töten konnten, obwohl die Mechaniken des Kampfes wie vorgesehen ausgeführt wurden. Gegenstände und Wirtschaft. Der Grafikeffekt von Hinterhalt des Scharfschützen passt jetzt zum Scharfschützengewehr des Revanita Profis und dem Scharfschützengewehr des Revanita Feldtechnikers. Also da haben sie auch mal wieder was verbessert. Missionen und NSCs. Erfahrung, die man aus den folgenden Missionen erhält, wird jetzt an die Stufe des Spielers angepasst. Vorher ging das nicht, da haben sich auch einige beschwert, jetzt geht das. Nieder mit der Königin, Chaos in der Druidenfabrik, gezeichnete Männer, dunkle Wirtschaft, Familienangelegenheiten, untypische Taktiken, Kriegsgebiete-Einführung und Raumjäger-Einführung. Ashara verwendet keine Nahkampfangriffe aus der Distanz mehr, wenn sie ihre Sprungfähigkeit eingesetzt hat. Schade eigentlich. Alle Gefährten SPS-Fähigkeiten wurden vereinheitlicht und haben eine 20-sekündige Abklingzeit. Schreibfehler in allen englischen Texten der Vorsorgemaßnahmen, Gefährtenfähigkeiten wurden korrigiert. Sarge kann jetzt nur noch eine Nahkampfwaffe ausrüsten. Die Sith Inquisitor Mission Vorbereitungen bringt jetzt den Gegenstand Kallings Fassung. Es handelt sich dabei um eine neue Version des Gegenstands, der nun modifizierbar ist und an das Vermächtnis gebunden wird. Bestehende Exemplare des Gegenstands wurden nicht aktualisiert. Die Phase für die Mission Helden 2 Felsenschlucker lässt Spieler nicht mehr den Bereich betreten, wenn sie im falschen Missionsschritt sind. Aha, okay. Auch nicht schlecht. Ja, das waren die Patch Notes. Also diesmal nicht so eine ganz lange Geschichte, sondern eigentlich ja, und diesmal war es ein bisschen angenehmer. Ja, und wir kommen jetzt zu einer Ansage, die gilt schon für morgen. Ja, also ganz wichtig, für morgen gilt sie schon, für den 28.06.2016 und nur für morgen. Ja, ihr ahnt schon, worum es nämlich geht. Genau, die Server werden mal wieder zu einer neuen Wartung, dazu kommen ja jetzt schon die Patchnotes mit raus, zu einer aktuellen Wartung von 13 bis 18 Uhr runtergefahren. Das bedeutet also, morgen von 13 bis 18 Uhr könnt ihr leider kein SWTOR spielen. Ist halt so. Ja, damit kommen wir mal wieder zu unserem Lieblingsthema. Was ihr auch in allgemeine Diskussion findet im offiziellen Forum. Und zwar ist das, also erstmal tollen schönen Dank, ja, 2062 haben da schon drauf geklickt, also wunderbar. Ja, und wir kommen zu dem Lieblingsthema, was wir in unserer Gilde haben zurzeit, und das ist nämlich, genau, Filmcrew, wir wollen einen Fanfilm in SWTOR drehen. Und ich möchte euch diesbezüglich etwas zeigen gleich.
Ja, und zwar nach einem Werbeblock, nämlich Mitsu hat sich Gedanken gemacht. Und was für Gedanken, das will ich euch gleich nach einer kleinen, kurzen Werbeeinblendung zeigen. Bis gleich, ciao. Aber ja, okay, mit endlich schon, ja, aber es fehlt noch ein bisschen. Ja, aber er ist menschlich. Er ist kein Mensch, aber er ist menschlich. Ja, aber trotzdem, er hat die Machtempfindlichkeit, Han Solo nicht. Ja. Aber wir kommen wieder zu uns. Aber fünf von denen habe ich jetzt schon. Ja, der ist gerade so. Der geht eigentlich. So auch das Flieger geboren. So ist es. Da jemand mal schon sehen. Das ist auch ein bisschen Geschmackssache. Das sieht dann so aus. Genau, ja, da haben wir wieder. Da muss ich hier raus noch. Oh, scheiße, hab ich genau dran. Ja, leider, Entschuldigung, leider ist eben gerade das Internet so ein wenig langsam. Und weil hier jetzt gleich, was ich euch zeigen möchte, nämlich die Mitsu hat so viele sich tolle Gedanken gemacht. Und da muss ich aber leider den Ton ausschalten, weil da die Originalmusik von Star Wars, also ihr könnt die Intro-Melodie, die könnt ihr euch ja denken, ja, dazu. Nämlich ist, ich lasse das mal nebenbei laufen. Da hat sich die Mitsu ganz tolle Gedanken gemacht und das will ich euch mal zeigen. Ja, jetzt käme da die Melodie. Ne? Ihr kennt sie ja von Star Wars und statt Star Wars, das Original, ja, haben wir jetzt dann Star Wars The Old Republic drin. Und wir sind noch auf der Suche nach einem tollen Titel. Bisher haben wir uns jetzt erstmal gedacht, Rise of the Jedi, aber wir wollen es nochmal umbenennen, also es ist noch so ein bisschen zu lang. Aber so sehe zum Beispiel, oder so soll mit auch das Intro aussehen. Ja, wie gesagt, ich muss ja leider den Ton ausmachen, weil da die Originalmusik hintersteckt. Und das darf man ja nicht so einfach ohne Genehmigung und hast nicht gesehen zeigen. Beziehungsweise die Melodie darf ja nicht erscheinen. Aber ich wollte es euch mal trotzdem zeigen. Und sie hat da schon sich ganz toll sich Gedanken zu gemacht zum Intro natürlich. Und also richtig schon Star Wars mäßig so richtig, boah, richtig hammergeil, ja, und ich habe da bisher Zugriff und das ist wirklich richtig toll und schönen Dank Mitsu erstmal dafür, ja, und das ist schon richtig wirklich klasse, also ich freue mich immer mehr, ja, und wie gesagt,
Ja, also das hat die Mitsu uns sozusagen gebastelt, ja. Und darüber freue ich mich schon so sehr, so riesig. Aber natürlich sind wir hier auch im Forum. Wer sich noch für offene Rollen bewerben möchte, kein Ding, ja. Schickt einfach an, eben gerade läuft sie wieder unten durch, die E-Mail-Adresse svtor-news-ticker@gmx.de eure Bewerbung für eure Rolle, die ihr machen wollt. Sei es jetzt als Synchronsprecher oder Schauspieler, ja, da sind noch so ein paar Sachen offen. Wir brauchen noch circa 7 bis 8 Synchronsprecher, davon 2 weibliche bitte. Und wir haben noch ca. 1 bis 2 Schauspielerrollen zu vergeben. Aber dann, jetzt brauchen wir noch ganz viele, nämlich Statisten. Wir brauchen nämlich viele als Soldaten oder natürlich auch als, verschiedenste Sachen, ja, Schlägertypen, die da einfach mal auf der Straße rumhocken, die was machen wollen und. Also bewerbt euch, ja, dann könnt ihr mit bei diesem Film mitmachen. Und dazu ist natürlich dann wichtig, dass ihr auch TS habt, weil wir werden dann natürlich uns beim Drehen sozusagen auch im TS aufhalten und dann werde ich meine Regieanweisungen geben, damit der Film dann auch natürlich in entsprechender Weise alles so klappt, wie wir uns das dann auch vorstellen. Aber ich fand das schon mal so toll hier, sie hat sich schon so tolle Gedanken gemacht, die Mitsu, ja. Also es geht hier immer weiter voran und so, das Drehbuch ist auch schon in den letzten Zügen. Befindet sich, ja, wir haben es noch nicht ganz geschafft. Da sind halt auch so viele Umstände auch mit Nicking gesetzt dran schuldig. Aber das ist ja nicht so schlimm. Aber es geht voran. Also ihr habt noch Zeit, ihr könnt euch noch bewerben. September ist Drehbeginn. Das hoffen wir, dass wir das auch alles so schaffen. Wenn nicht, dann werde ich das natürlich hier über diesem Wege mit ansagen. Tja, dann... wir haben einen Musiker gefunden. Ja, geile Sache. Darüber freue ich mich riesig. Der wartet zurzeit noch im TS. Ich werde mich gleich nochmal zu ihm gesellen, nochmal schon mal so ein bisschen was mit ihm betorkeln darüber, also ein bisschen besprechen und dann mal gucken. Aber wir haben einen gefunden, der gerne die Musik machen würde für unseren Film. Ja, für unseren SVTOR-Film und Fanfilm und ja, ich bin da schon gespannt, was da dann bei rauskommt. Jetzt werde ich angeschrieben im Spiel. Mal kurz, ich muss mich da eh mal hier im Spiel bewegen. Ja, die Dornbasis richtig. Ich werde. Der Link zur TV. Ah, okay. Ja, wir senden immer für alle auf Hitbox. Ja? Und ja, schön, dass ihr immer bei mir seid und zuschaut hier regelmäßig. Ja, wie gesagt, dann gibt es noch etwas, die Planeteneroberung. Die wir haben da ja schon ganz toll begonnen, ja, bei der Planeteneroberung. Also war ja schon so richtig. Hammer, ja, richtig Hammer, was wir da bei der Planeteneroberung diesmal erreicht haben. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Wir sind zwar nicht unter den ersten 10, ja, leider. Wir waren mal auf Platz 5, dann sind wir immer weiter runtergerutscht. Ja, wir haben es geschafft, 333.788 Punkte zu machen und sind somit auf Platz 11. Hat ein bisschen was gefehlt. Oh, ja. Ja, da erscheinen ja hier immer dann die Aufgaben an der Seite bei so einer Planeteneroberung. Wir machen natürlich, sobald es geht, wieder die nächste. Die ist in 18 Stunden. Ja, da müssen wir mal gucken. Dann kommt ja auch gleich hier der Server down, dann, wenn die nächste Planeteneroberung ist. Also, sobald die Server wieder oben sind, werden wir dann den nächsten Planeten angreifen. Und da bitte ich euch, uns zu helfen, dass wir vielleicht hier uns in diesen Höhen halten können, ja, dass wir dann halt auch
vielleicht sogar auch den Planeten selber erobern. Das wäre ja mal so richtig geil, wenn wir da vielleicht so, was weiß ich, 2,5 Millionen Punkte hätten, ja? Das wäre ja mal so richtig klasse. Wenn ihr uns da helfen könntet, das wäre so richtig schön. Ja, man muss einfach nur, zum Beispiel diesmal mussten wir zum Beispiel eine republikanische Basis erobern. Oder 250 Gegner auf Belsarvis und auf Hoth hier killen. Eine Basis, republikanische Basis hier auf Hoth mussten wir, also 25 Leute mussten wir da eigentlich nur killen von den Wachen. Und dann auf die, ja, wir mussten diesmal drei Weltenbosse töten. Einmal die beiden hier auf Hoth, die haben wir ja auch geschafft, das war ja am Donnerstag zu sehen. Aber den uralten Zerstörer, ja, da haben wir nicht mal genug Leute für gekriegt, sonst hätten wir vielleicht noch ein paar Punkte mehr gehabt. Dann hätten wir uns vielleicht noch auf Platz 10 oder so halten können. Ja, Leute, aber da wäre es wirklich geil, wenn ihr uns immer unterstützen würdet und dass wir da irgendwie, ja, dann nämlich, ihr seht, persönliche Belohnung, wenn wir nämlich so einen Planeten erobern, ja, wenn wir jetzt, sagen wir mal, hier auf Platz 1 sind, dann kriegen wir auch persönliche Belohnung. Einmal na, ein klein wenig Credits, ja, sind nicht allzu viel, aber dann auch ein paar nette Sachen hier, ja. Und was hat's noch für einen Vorteil? Nämlich die Gilde, die bekommt auch was, einiges. Die kriegt nämlich was fürs Schiff, ja, so Pläne, die man umsetzen kann und Zertifikate und bla und hast nicht gesehen. Ja, also so richtig nette, tolle Sachen. Und in die Gildenbank fließen auch nochmal genau dieselbe Summe an Credits. So, was bedeutet das aber noch für uns, wenn wir so einen Planeten erobert haben? Natürlich bedeutet das, dass wir es, dass wenn ihr dann auf diesem Planeten seid, von unserer Gilde aus, dann könnt ihr mehr Erfahrungspunkte sammeln als alle anderen, ja, die dann nicht zu unserer Gilde gehören. Deswegen helft uns, dass wir es auch schaffen, beim nächsten Mal hier vielleicht ganz weit oben mit zu sein. Das wäre richtig, oh nice. Wir waren schon auf Platz 5 und dann ging es immer weiter runter. Ja, sind auf Platz 11 gelandet. Schon mal nicht ganz so schlecht. Ja, so. Dann gibt es noch was anzusagen. Ja, gestern Abend ist leider Leveln mit Mr. D ausgefallen, weil meine Tochter hat sich hier im, ist leider unter das Nagelbeck ein Splitter gekommen. Ich musste umgehend mit ihr natürlich dann ins Krankenhaus fahren. Ich saß da ungelogen bis 2 Uhr morgens dort in der Notaufnahme. Sie wurde operiert an dem Finger. Das musste rausoperiert werden. Jetzt geht's ihr einigermaßen wieder gut. Ich muss mich jetzt natürlich erstmal ein paar Tage lang um meine kranke Tochter kümmern, ist klar. Und bis ich sie dann Mittwoch hat man gesagt, kann ich, also ist kein Problem, dann bringe ich sie ja auch wieder zurück zu meiner Ex-Frau. Somit spät dann Donnerstag für unsere Planeteneroberung dann nichts im Wege bei Level mit Mr. D. Und da hoffe ich, dass ihr uns helft, ja, dass wir da auch dann einiges machen können. Mal gucken, welche Gegner wir dann wieder. Bitte schaut einfach auf L. Drückt einfach L, Eroberung, und dann sind hier mit die Aufgaben. Ja, und helft uns, wo ihr könnt. Das wäre so richtig nice an der Stelle. Weil ich muss mich jetzt erstmal ein paar Tage lang schon um meine kleine Tochter kümmern. Und ja, mit dem operierten Finger tut weh und so. Ihr kennt das ja, als ihr noch klein wart. Und deswegen ist heute der Stream auch nicht allzu lange, weil ich muss jetzt gleich wieder zu meiner Tochter und ja, sie muss braucht jetzt noch die anderen Mies noch, die ich hier geben muss und dann geht's schon ab bald ins Bett für sie in einer halben Stunde. Ja, und tja, ich freue mich, dass ihr uns weiterhin helft, haltet uns weiterhin die Treue, das wäre so richtig geil.
Ja, und helft uns bei der Planeteneroberung bei der nächsten, die jetzt in dieser Woche kommt. Das wäre richtig schön. Ja, jetzt Donnerstag wieder 19 Uhr sehen wir uns bei Level mit Mr. D. Da machen wir wieder was für die Planeteneroberung. Und am nächsten Sonntag natürlich auch wieder um 20.30 Uhr werden wir auf alle Fälle auch wieder was machen bei Level mit Mr. D. Was weiß ich, Flashpoint oder irgendwie sowas fällt uns dann schon ein. Ja, die neuen Mitglieder unserer Gilden. Habt ihr ja gesehen, die aktuellen Stände der Gildenbank sind auch durchgelaufen. Ja, spendet bitte auch weiterhin unsere Gildenbank Pack Credits, wenn ihr welche übrig habt. Das wäre so richtig nice, wenn da der eine oder andere Credit auch in unsere Gildenbank weiterhin seinen Weg finden würde. Das wäre richtig toll. Tja, somit sage ich bis Donnerstag, dann... Möge die Macht mit euch sein. Wir sehen uns. Ciao.